Und wir schalten jetzt live ins Schlafzimmer. In den Dark Room der Liebe. Bei Yannick und Lisa gibt's vor der Abfahrt ins Land der Träume noch einen letzten Ölwechsel. Danach muss Yannick wieder zurück zu seiner heiß gehassten Partnerin Janina. Bei uns dürfen nämlich nur offizielle Paare zusammen ins Bett. Wir sind ein anständiges Haus. Janina wäre selber auch lieber woanders, bei Tobi. Doch der ist ja noch mit seinem Tortenopfer Natascha verpaart. Tracy und Marcellino, Händchen halten überm Keuschheitsgürtel. Ganz anders der Hulk. Bei dem schwillt längst mehr als die Brust. Man muss aber auch einfach zugeben, Victor und Joanna passen perfekt zusammen in unsere Wanne. Es wird ihnen da drin auch nicht langweilig, denn sie haben immer neue Ideen. Wow. Soll noch einer sagen, wir hätten eine Pflegekrise? Ja, läuft bei uns. Wir haben mal wieder Vollmond. Und Victor erklärt Joanna, warum man Frankreich das Land der Liebe nennt. Hast du dein Labaguette drin? nee, also... Gesicht gespritzt. Schade. Ich denke schon, dass wir uns jetzt auch ein bisschen näher gekommen sind und uns gut verstehen für die Zeit, wo wir uns jetzt halt kennen. Ja. Guck mal, Herr Sebi, alte Rakete! Ich würde mal sagen, das hat schön geknistert auf der Melone. Oh Mann, ey. Manchmal kommt mir das so vor, als wenn das so wie gesucht und verschwunden ist. Was mit uns? Die Nacht in der Suite war sehr, sehr schön. Ich habe die Zeit mit Yannick alleine auch mal genossen. Man kann natürlich schon noch ein bisschen anders, sag ich mal, kuscheln, küssen, als wenn jetzt alle neben einem liegen.
Viktor hat wie jeden Morgen einen steifen Hals. Ich hab nicht geluckt. Luck doch nicht so. Okay. Die berühmte französische Gewürzgurke. Die Höhle des Hulk. Das Kuschelnest des grünen Riesen. Du liegst hier wie so Herkules. Ja. Dann komm her. Es rappelt im Karton, ton, 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 ton. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Sebi, unser Hulk, ein Mann ist, der auch mal zupacken kann. Man weiß es nicht, man steckt da nicht drin. Der ist ja gelenkig wie eine kleine Schlange, ne? Er macht das schon gut, der Sebi. Der weiß schon, wie er die Hüften kreisen muss. Der weiß schon, wie es geht, auf jeden Fall. Ja. Scheiße, meine Oma schaut dir auch zu. Fies Oma.